Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Autodrive-Tutorial mit dem lieben Willi. Hallo Willi. Hallo Mario. So, Freunde, und jetzt zeigen wir euch nämlich was, was ganz viele nachgefragt haben. Ihr möchtet den Drescher selber fahren, aber Autodrive soll abfahren. Nichts leichter als das. Ne? Wenn ihr die anderen Autodrive-Tutorial gesehen habt, Grundlagen, ne, für Kurse einfahren, werde ich euch verlinken. Oben rechts in der Ecke findet ihr das i, immer schön draufklicken. Da werde ich andere Videos natürlich verlinken und auch das Grundsätzliche einstellen, wie man denn einen Abfahrer bei Autodrive einstellt. Da gehe ich jetzt relativ schnell drüber weg, weil das hier der Standard ist. Der Traktor steht schon richtig eingestellt. Wir stehen hier an Feld 10, das seht ihr auch, da werden wir auch gleich den Drescher drauf einstellen. Dann gibt es hier unten in dem Modus Drescher abfahren. Klar, Ziel ist Feld 10, eben weil wir hier stehen. Und das zweite ist eben Silo abladen. Müsst halt da abladen, wo es halt hin soll. Ansonsten hat der die Standardeinstellungen drin. Der hat nichts anderes da angegeben. Feldausfahrt, Standard, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da kann man ein paar andere setzen. Aber wie gesagt, für dieses hier völlig egal. Grundlagenstandard, wir haben Fruchtumfahrung noch ausgemacht, weil ich ja gesagt habe, das ist immer ein bisschen einfacher. Und ansonsten seht ihr hier in den Einstellungen, das ist absoluter Standard. Oh, jetzt wollte ich, nee, das wollte ich nicht. So, hier ist also nicht viel zu berücksichtigen. Sprinte ich mal hier zum Drescher rüber. Dann geht das tatsächlich relativ simpel. Es gibt hier nicht viel zu beachten. CP brauchen wir jetzt nicht, das mache ich mal aus. Auch da seht ihr wichtig die Einstellung da. Hier muss Feld 10 drin stehen. Das ist das Wichtigste, was ihr haben müsst. Feld 10 muss eben mit eingestellt sein an der Stelle, damit der Abfahrer eben zu dem Drescher eine Verbindung herstellen kann. Und dann geht es tatsächlich nur noch um eine Einstellung. Das ist dieses hier früher rufen ab. Hier sind wir jetzt bei 10%, damit wir euch das auch zeigen können. Und ihr seht es unten rechts im Bild, der Drescher ist 2% voll. Ich fahre den jetzt mal los. Und Willi, vielleicht setzt du dich mal in den Abfahrer, damit du direkt kommunikativ mitteilen kannst, was der gerade tut. Warte drauf, dass du rufst. Ja, also nicht ich, sondern der Drescher. Der ruft nämlich dann irgendwie von alleine. Und jetzt gleich erreichen wir hier die 10%. Wir sind jetzt gleich bei 8%. Jetzt kommen wir auf 10. Er berechnet und er fährt. So, und hier ist tatsächlich, ihr seht, Autodrive ist nicht aktiv. Ich kann hier tatsächlich so ein bisschen mit dem Drescher hin und her wackeln. Das mache ich jetzt alles gerade. Das ist also kein Helfer. Nichts, das sei, bin tatsächlich ich persönlich. Vielleicht nicht unbedingt das Schönste, wie ich hier gerade ranfahre, aber ich fahre da gerade ran. Der Beweis dafür, dass du selber fährst. Ja. Genau, sieht halt komisch aus. So, ich werde noch mal eben ein bisschen langsamer fahren. Auch das kann ich machen. Dann gucken wir mal eben so aus der Perspektive. Und Willi verspricht euch jetzt auch, dass er nicht fährt. Also er tut wirklich nichts. Das ist der Helfer, der wirklich fährt. Und wo steht er gerade drauf? Was macht er gerade? Fangenseite hinten. Der folgt dir jetzt. So. Werden wir mal das Rohr ausklappen. Und jetzt sucht er doch tatsächlich hier die Möglichkeit, an den Drescher heranzufahren. Es ist völlig abgefahren. Ich bin immer noch total perplex, dass der das... Also man, selbst Willi hat ein bisschen gestaunt, dass er das so zuversichtlich mitmacht. Was sagt er jetzt? Fangeseite links, also er rechnet jetzt hinter dir hier. Genau. Und das ist total verrückt. Also jetzt habt ihr es übrigens gesehen, der fährt hier tatsächlich mit zwei Drehschemeln rückwärts. Ne? Macht er jetzt wieder, weil ich auch rückwärts fahre. Er versucht es mit mir anzugleichen. Und wenn er rückwärts fährt, Willi, was macht er da mit den Drehschemeln? Dann blockiert er die auf geradeaus, also auf 0 Grad quasi, und fährt einfach zurück. Also da ist keine Intelligenz drin, das ist nur, damit man überhaupt mal die Drehschemel ein bisschen in den Griff kriegt bei sowas. Also er fährt dann halt eben so lange mit blockierten Drehschemeln, ja, wie halt dann die Hänger so rollen, ne? Genau, also er fährt dann tatsächlich wirklich einfach gerade rückwärts mit den Dingern und...
Das ist natürlich ein kleiner Trick, dass er die Drehscheibe blockiert. Das gibt es natürlich in der Realität so nicht. Aber ja, er fährt tatsächlich mit zwei Drehscheiben rückwärts. Und das ist außergewöhnlich. Das würde ich so nicht hinkriegen. Von daher darf man das schon mal. Und jetzt dieser grafische Effekt, den wir hier haben, den hat dieser Drescher schon mal. Das habe ich schon öfter erlebt. Liegt aber, glaube ich, nicht an unserer Autodrive-Nummer hier, sondern manchmal hat er diesen komischen Effekt, dass die Textur da drin stehen bleibt. Das ist halt so. Das muss man jetzt auch mal akzeptieren. Also wenn ich dich angucke hier, hat er das nicht. Auf deinem Bildschirm. Ja, das ist dann was Lokales. Also ich habe das hin und wieder schon mal beobachtet. Geht aber auch irgendwann wieder weg. Jetzt sind wir wieder über die 10% gekommen. Jetzt fährt der eben wieder an. Ich klappe mal das Rohr raus. Ja, macht ja auch Sinn. Also ihr seht die ganze Zeit, ich fahre das schön selber. Er berechnet noch. Natürlich jetzt auch frech, ne? Die Kurven. Also das Feld wird jetzt halt deutlich kleiner. Ich kann natürlich, auch wenn der hier einmal rangefahren ist, kann ich natürlich auch stehen bleiben zum Planen, um es dem einfacher zu machen. Aber ihr habt gesehen, selbst beim Fahren macht er das, wenn ich jetzt immer hier stehen bleibe. Auch das tut er. Bleibt daneben stehen. Bis ich abgeladen habe. Er versucht immer noch so ein bisschen mich zu locken. Jetzt habe ich da entladen und fahre tatsächlich einfach weiter. Das kann man zum einen so machen, dann kann man natürlich noch die Einstellung verändern, dass man sagt, okay, der soll immer da sein. Der soll immer versuchen abzutanken. Dann stelle ich das auf 0 ein. Und dann wird er jetzt schon, das seht ihr, fährt einfach schon direkt los und versucht direkt dran zu bleiben. Und sammelt da immer ein. Also viel einfacher kann man das Drescher selber fahren überhaupt nicht haben. Das sind halt die Sachen, da müsst ihr drauf achten. Das ist dieses Früherrufen ab. Solltet ihr das nicht tun, also ihr seht hier gerade, er versucht wirklich gerade so ein bisschen daneben zu fahren, er versucht jetzt gerade auszurichten, also es ist schon grandios, gerade mit den Drehschemeln, tolle Sache. Solltet ihr mal voll sein und das Früherrufen halt später eingestellt haben, 80% oder sonst irgendwas, solltet voll sein, dann wartet ihr tatsächlich einfach, bis der Autodrive-Fahrer dahin kommt. Da müsst ihr ein bisschen Geduld beweisen, ohne Frage, aber ihr solltet dann entsprechend darauf warten. So, ich finde, das haben wir jetzt schon sehr eindrucksvoll bewiesen, was Autodrive hier kann. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Das hat Willi mir verraten. Das kannte ich tatsächlich nicht. Es gibt die Möglichkeit, das auch in der Tastatureinstellung zu machen. Sollte der wirklich mal nicht kommen, dann sucht ihr mal hier nach AD. Und dann muss ich ja mal gucken. Das heißt Das Abfahrerrufe, war's ne? schon, jetzt in der Ja, obersten Zeile bei genau. dir. Da ist es, Abfahrer rufen. Da könnt ihr eine Tastenkombination festlegen, was auch immer. Steuerung Alt D für Driver oder Steuerung Alt A für Autodrive. Müsst ihr halt gucken, welche Tastaturkombination noch frei ist. Dann könnt ihr eine belegen. Und dann fahrt ihr den Arm raus von dem Drescher, bleibt aber bitte stehen und ruft den Abfahrer. Der kommt dann nämlich genau an die Position des Rohrs, die er da gerade vor Ort hat. Ne, so ungefähr läuft das dann, ne? Entscheidend. Erst stehen bleiben, dann Rohr ausfahren. Okay. Ja, jetzt hat er festgestellt, dass wir nicht weiterfahren. Jetzt denkt er sich, oh, der fährt nicht weiter, der arbeitet nicht mehr. Der Autodrive-Fahrer ist sehr reflektiert. Der denkt immer, er hätte einen Fehler gemacht und versucht, den erstmal zu beheben, bevor er feststellt, dass der Drescherfahrer eingeschlafen ist. Ja, meine Lieben, so am Ende des Tages ist es das. Ich kann jetzt hier den Motor wieder starten, kann jetzt hier weiter dreschen und dann haben wir das gehabt. Also mehr ist das überhaupt gar nicht. Ihr könnt tatsächlich den Drescher selber fahren, während Autodrive abtankt. Natürlich wird Autodrive auch unter den zweiten Anhänger fahren. Jetzt wird Autodrive wahrscheinlich erstmal wieder versuchen, ein bisschen dahinter zu fahren, sich wieder zu orientieren an dem Drescher. Jetzt fährt er wieder daneben, das seht ihr hier. Ja, der Abfahrer musste eben seine Zeitung zusammenfalten und zur Seite legen und so in der Genau. Warterunde. So, jetzt versucht er ja wieder daneben zu fahren. Jetzt hat er den auch getroffen. Jetzt werde ich natürlich anhalten, dann ist er schon wieder leer. Ja, und dann ist, also, was soll man noch mehr sagen? Es kann, glaube ich, nicht einfacher sein. Den Autodrive-Fahrer standardmäßig einstellen und dann versucht ihr beim Früherrufen einfach ein bisschen tiefere Werte einzustellen. Also versucht es nicht mit 60, 70, 80%. Da könnte es ein bisschen länger dauern, bis der eben da ist. Und ansonsten, ja, stellt er den eben an der Stelle ein.
Wir haben das vorhin auch schon ausprobiert mit dem zweiten Anhänger. Auch das kriegt er irgendwann hin. Der fährt also dann auch vor bis zum zweiten Anhänger. Aber da Roggen hier nicht so ertragreich ist auf der Karte, werde ich das hier mal beenden. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns natürlich gerne ein Däumchen da. Schaut auch die anderen Autodrive und Cosplay Tutorials. Da sind immer spannende Sachen für euch dabei. Lasst uns ein Däumchen da, wie schon gesagt. Und einen netten Kommentar. Auch dieses Tutorial basiert auf euren Kommentaren und euren Fragen dazu. Deswegen lohnt sich das durchaus, was dazu zu sagen. Ja, dann sagen wir noch Tschüss, ne, Willi? Jo, tschüss. Und auch von mir alles Gute, bye bye und ade.